Puh, heute hat es wieder 10,3 Grad draußen. Wahnsinn. Aber die Tage werden eh bald wieder kürzer. Ich bin der alte Knacker Schmatz aus dem Rostingstädtchen Neulenkbach im Wienerwald. Und das ist unser Coronavirus-Tagebuch. Ich kann es nicht mehr lesen. Der Neulenkbach, 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 Neulenkbach. Flock, flock, flog, 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 flog. Neulenkbach. Flug. Ah! So ist das. Ich habe gerade eine Lieferung bekommen. Aquarien. 3 Stück von den kleineren 50x30x30 Becken, auf die ich ja schon gewartet habe. Unterschreibt das. Nehmt den ersten Karton und hörst schon klimpern. Habe ich den Fahrer gleich zurückgerufen? Ja, du hast schon unterschrieben, ist schon zu spät, Pech gehabt. Wow, schaue ich weiter, alle 3 Becken bröseln. Also nicht ein Sprung, sondern wirklich zerbröselt. Das wird wieder eine Riesendiskussion und Streiterei mit der Firma Hornbach. Ich bin begeistert. Egal, wir werden das hinkriegen. Ich war gerade auf der Stadtgemeinde in Neulenkbach und habe erfolgreich 10 Plakate für Litfaßsäulen abgegeben. Ja, ich habe heute selbst persönlich, jeweils 2 A3-Plakate zusammengeklebt, damit sie A2 groß werden und habe die hier abgegeben, die dann hoffentlich im Laufe der nächsten Wochen an die Litfaßsäulen im Ort gepeppt werden. Da bin ich gleich von und zu überhaupt begeistert. Die Wirten haben erfolgreich offen. Leute aus 10 Familiensystemen stehen beim Tisch und tratschen miteinander. Das ist genau das, was wir gerade brauchen. Und jetzt fahre ich mal um meine Kinder. Ich habe auch zwischendurch schon mal die eine oder andere Fensterkante neu gestrichen und bin höchst optimistisch, dass der Platzregen, der gerade war, inzwischen wieder in Sonne übergegangen, dass der Platzregen nicht alles abwäscht. Ja, das ist so der Plan. Jetzt holen wir meine Kinder und dann überlege ich, ob ich mir heute das mit meinen grünen Leisten antun soll oder eher nicht. So machen wir das. Haha. Während meine XLH1 da fleißig Bänder zurückspult und captured für eine nette Kundin ein paar Urlaubsvideos, mache ich mich wieder auf den Weg in das Haus. Und ich möchte euch sagen, es ist ein Horror. Ich habe heute gestrichen. Dann hat es geschüttet, dann habe ich gestrichen, dann hat es geschüttet, dann habe ich gestrichen, dann hat es geschüttet und dann hat die Sonne gescheint und dann habe ich was gemacht und dann hat es geschüttet und ich war waschen lassen. Eine sehr spannende Sache, muss ich euch sagen. Oh, mein Sohn ignoriert zum 4. Mal, dass er seine Jacke aufhängen soll und das, obwohl ich es ihm jetzt schon 4+ gesagt habe. Das kann ja wohl kein gutes Zeichen sein. Meine hübsche Frau ist zurückgekehrt. Ich habe sie gesehen, wie sie reingegangen ist. Total hübsch von uns über. Und ich habe gekocht. Hände waschen. Und zwar eine Gatschlasagne ist das. Aber sie ist fester geworden, als ich erwartet habe. Da stehen schon Kartoffeln und der Rest Spinat. Und im Backrohr ist die nächste Gatschlasagne. Und da drüben. Ach, der Salat, der ist da. Der Salat mit den Bienenkernen von und zu überhaupt Spezial Bioöl. Und hier herüben geht schon ein Brot über. Ui, das muss aber jetzt bald in das Backrohr, da müssen wir die Lasagne rausschmeißen, sonst haben wir ein Brot, das so dick ist, dass es nicht mehr Platz hat. Mahlzeit. Covid-Zahlen und Fakten vom 20.05.2021. 603 laborbestätigte Fälle. Ups, falscher Monat. 8 Verstorbene, 1236 Genesene. 54,8 ist die 7-Tage-Inzidenz, 635.564 laborbestätigte Fälle, 18.919 aktive Fälle, 563 im Spital ohne Intensiv, 266 auf der Intensiv, 37.237.382 durchgeführte Testungen, 10.260 Verstorbene und 606.385 Genesene. Die letzten 4 Tage im Vergleich. 16.05. mit 530 laborbestätigten Fällen, der 17.05. mit 661 laborbestätigten Fällen, der 18.05. mit 862 laborbestätigten Fällen
der 19.05. mit 641 laborbestätigten Fällen. Lernende Kinder am Abend und ein Vorteil, wenn die Familie Lohner erst später kommt, sie haben nicht mehr so viel zu verkaufen. Petersil, Eier, Kartoffel, das war's dann schon. In diesem Sinne, bis später, bis dann, bis irgendwann morgen auf diesem wirklich tollen YouTube-Kanal. We'll be right back.